ich darf trotzdem runter. Quest gescheitert, dein Ernst? Echt jetzt? Ach, du himmlischer. Na, das ist ja hervorragendlich. Da haben wir schon mal versagt. Oh nein, die wieder. Du kriegst mich nicht. Olivenbaguette mit Butter und Knoblauch auch gleich fertig zum Knabbern. Oh ja, das ist gut. Ich hasse es hier. Ich glaube, mir wird es hier gefallen. Ich glaube nicht. So, wir wissen ja, dass wir die jetzt hier irgendwann mal unterbrechen müssen. Hast du auch eine Schwester, die glaubt, sie könnte dich beim Rennen besiegen? Hey, ich stehe nicht im Weg rum. Wir wollen das Rennen ehrlich gewinnen. Ja, wollt ihr. Endlich kommt mal jemand vorbei. Bitte helft mir, mein Huhn einzufangen. Ich fange das Huhn. Ich danke euch. Es ist in den Wald links von hier gelaufen. Bitte seid vorsichtig. Wenn ihr es findet, schenke ich euch meinen Schild. Diese bunten Dinger sind... Warte mal, kann man die Blumen pflücken? Links in den Huhn... Ein Huhn! Einfangen. Weggelaufenes Huhn. Du hältst silberne Münze. Dies ist eine von 10 silbernen Münzen, die dir in der ganzen Welt versteckt sind. Für weitere Informationen sprich mit dem Antikhändler. Ah, nein! Wie war das? Auf was drückt? Sollte ich drücken? Flucht. Flucht. Andrea versucht zu fliehen. Das passiert, wenn man von dem Weg abkommt. Das Wettrennen der Geschwister nördlich vom Wald ist langweilig. Es hört einfach nie auf. Habt ihr vielleicht Lust auf ein richtiges Wettrennen? Das ist richtig. Eine Rennbahn kann ich mir leider nicht leisten, aber ich kenne einen noch viel besseren Weg, interessante Wettbewerbe auszufechten. Ich habe hier einen Gameboy mit einem Spiel. Es trägt den fantasievollen Namen Wettrennen. Oh, wie fantasievoll. Wenn ihr wollt, können wir gegeneinander spielen. Lasst uns Wettrennen spielen. Oh nein, ich kann das bestimmt nicht. Dann mal los. Oh je. Rennen starten. Ja, das kann ich ja gar nicht gewinnen. Wie soll ich denn das machen? Im Leben nicht. Ihr habt verloren. Ja, das habe ich gesehen. Das ist nicht nett. Ich weiß nicht, ob ich hier... Ja, ich hätte mit Shift hätte ich vielleicht schneller rennen können. Aber dann verliere ich ja die Kontrolle. So, Mutti, hier hast du deinen Huhn. Habt ihr meinen Huhn gefangen? Ich habe es. Super, so gebt es mir bitte. Hab Dank, jetzt ist mein Abendbrot gesichert. Du erhältst 150 Gold. Und hier ist der versprochene Schild. Du erhältst ein Schild, okay. Jetzt haben wir die Errungenschaft im Übrigen. Das Huhn war lecker, ich danke euch. Mehr hat sie nicht zu sagen. Ja, was machen wir jetzt mit den Geschwistern? Was ist das hier überhaupt? Ach ja. Schon gut.
Nicht das? Eine Schaufel. Ich würde ja gerne mit dir reden, aber ich darf nicht. Okay. Es ist uns leider verboten zu sprechen. Ah ja. Du darfst auch nicht, ne? Da müssen wir mal reinkicken. Du erhältst eine silberne Münze. Jawohl, das ist schon die zweite. Minenordnung. Bei Nichteinhaltung folgt Todesstrafe. Alle Kinder müssen arbeiten. Soldaten dürfen nicht angegriffen werden. Ah ja. Wer bist du? Stört meine Kinder nicht. Es war mühsam genug, sie in das Portal zu locken. Lass die Kinder frei. Niemals, ich brauche das Geld. Wu, was bist du denn für jemand? Ja, natürlich. Lockt ahnungslose Kinder in die blauen Löcher und ihr erhaltet eine angemessene Belohnung. Nein? Da sind wir einer Meinung. Leider sehen die Rabauken das anders. Puh. Ist das das gleiche Portal oder ist das jetzt ein anderes? Ich habe ja gar nicht drauf geachtet. Ja, es ist das gleiche. Okay. Eieieiei. Nein, wir locken keine Kinder da rein. Obwohl, vielleicht wäre dann das Rennen dann zu Ende. Mein Bruder wird niemals gewinnen. Ich bin viel schneller als er. Siehst du? Siehst du? Warte. Warte. Bevor wir das machen, werden wir das als Quest annehmen. Und zwar von der hier oben. Dann werden wir das von der da oben als Quest annehmen. Das haben wir ja beim letzten Mal nicht geschafft. Oh, eine Frau, die ich noch nicht kenne. Faszinierend. Mögt ihr Streiche? Dann seid ihr womöglich die Richtige für meinen diabolischen Plan. Südlich von hier, noch vor dem Wald, macht ein Geschwisterpaar ein Rennen. Die beiden rennen schon, solange ich denken kann. Bitte stört sie bei dem Lauf. Wenigstens ein einziges Mal will ich die Gesichter der beiden sehen, wenn sie bemerken, dass tatsächlich mal einer von ihnen gewinnen kann. Macht ihr das für mich? Stört ihr das Geschwisterpaar beim Laufen? Na dann, macht euch auf den Weg. So, jetzt. Ist das hier was, was man sammeln kann? Holz sammeln? Ja. Oh, das Holz kann man einsammeln. Oh, das Holz kann man einsammeln. Oh, das wusste ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel man hier tragen kann. Ich hoffe, Unmengen. Ah, ja, das kann man nicht. Okay. Auf diesen Trick falle ich nicht herein. Du musst einen anderen Dummen suchen. Schade. Schade. Hätte ja sein können. Wir wollen das Rennen ehrlich gewinnen. Oh, schade. Hätte ja klappen können, ne? Hm.
Rezepte habe ich noch nicht. Hergestellte Waffen und Items habe ich auch noch nicht. Und 51 Gold. Es hätte ja klappen können, ne? Das tun wir lecker. Ich danke euch. Kann man jetzt hier schon über die Brücke gehen? Oh oh. Ich bereite die Opfergabe für Sur vor. Helft ihr mir dabei? Was für eine Opfergabe? Um unser Gott Sur zu huldigen, bringen wir ihm regelmäßig Opfer dar. Und jetzt ist es wieder soweit. Für die aktuelle Opfergabe haben wir uns für Tieropfer entschieden. Das ist mal was Neues. Nein. Fragen wir ihn mal, wer Sur ist. Unser aller Gott, wenn ihr mehr über ihn erfahren wollt, geht zur Zauberin. Sie ist östlich von hier und hält eine Predigt. Wir gehen mal weg. Möge Sur über euch wachen. Oh, hier gibt's eine Polizei. Zum Polizeirevier. Zutritt strengstens verboten. Achtung, die folgende Quest enthält Strong-Content. Wer Satire nicht versteht, sollte draußen bleiben. Na hurra! Wir machen's. Bist du dir wirklich absolut sicher, dass du eintreten möchtest? Die folgende Quest ist eine Beleidigung des guten Geschmacks und darauf ausgelegt, dir nicht zu gefallen. Wollen wir oder nicht? Ach komm, ihr wollt das sehen, oder? Ja. Heiko sagt ja. Wir wollen. Manu sagt, wir wollen. Na klar. Also ihr wollt es wirklich... Oh Gott. Obwohl der Zutritt verboten ist, seid ihr ins Polizeirevier gegangen. Anscheinend bedeuten euch Regeln und Gesetze nicht viel. Das ist gut zu wissen. Nun, da ihr einmal hier seid, könnt ihr auch gleich eine kleine Aufgabe erledigen. Es wird Zeit, die neuen Polizeigesetze mit den nötigen Resonanz zu bedenken. Sprecht mit jedem Polizisten und sagt ihm, was ihr von seiner Willkür haltet. Wenn ihr alle vier Polizisten dazu bringt, nun, naja, nicht mehr willkürlich zu sein, dann ist die Quest erfolgreich. Sollten die Blaumänner nicht auf euch hören, dann macht es wie ihre Kollegen in Guantanamo. Warte mal, bevor ich hier irgendwas mache. Silberne Münze, das ist die dritte von 10. Kann man den Schrank aufmachen? Unmöglich aufzubrechen, okay. Fertigkeit. Prinzip. Die Verteidigung deines Gegners ist durchbrochen. Er liegt am Boden und ist bereit, gefoltert zu werden. Was hättet ihr denn gerne? Fingernägel rausreißen, Auge ausstechen, Eingeweide rausreißen, Waterboarding, Kniescheiben zertrümmern oder Zähne ziehen? Was hättet ihr denn gerne? Ach du himmlischer Heiland. Eider daus. Oh je. Boah, das ist wirklich gut. Das ist gut. So sicher. Zähne ziehen. Jan sagt Zähne ziehen. Ich glaube, ich nehme mal das, was Jan sagt, weil das gleich das erste war.
Der Frechdachs hat enorm tief sitzende Dinger. Du willst schon fast aufgeben, als mit einem erlösenden Ruck der Druck weg ist und du den ersten blutigen Zahn deines Gegners in den Händen hältst. Motiviert fährst du fort. Ach, der will alles? Dein Gegner krümmt mit schmerzverzerrtem Gesicht die blutenden Hände. Das ist nicht so ein schwaches Nervenkostümchen. Genau, Lavisina, genau. Auge ausstechen. Eine Fontäne aus roter, warmer Flüssigkeit spritzt aus dem Loch, was mal das Auge deines Gegners war. Jetzt müssen wir alle machen. Das ist so. Du reißt die Eingeweide mit derselben Freude, Begeisterung, ja derselben Bewegung aus dem Körper deines Feindes wie eine hysterische Frau auf ihren Schuhkarton von Black Friday. Buh! Abgeschossen! Du hast es mit dem Foltern übertrieben. Der Polizist ist gestorben. Er steht für weitere Repressalien nicht mehr zur Verfügung. Enttäuscht suchst du dir den Nächsten. Ups! Also dreimal kann man die foltern. Na denn... Sadomaso ab 18. Ja. Fertigkeit, Blitzhieb, lassen wir. Oh. Nochmal Angriff, los. 42 Erfahrung gehalten und 46 Gold, Süßigkeit gefunden. Andrina ist jetzt Level 3. Ach Gott, nee. Oh Gott, Tropfen mit Alkohol legen, Lippen zunähen, Eingeweide rausreißen, ihm seinen Lohnzettel zeigen, ihn mal kräftig durchkitzeln oder den Rücken brechen. Lohnzettel. In Anbetracht der Infinitesimalen Zahl, die auf dem Zettel steht, kommen deinem Gegner die Tränen. Du hast sogar etwas Mitleid. Du beobachtest, wie der Alkohol seine typische Wirkung zeigt, inklusive aller peinlichen und negativen Begleiterscheinungen. Doch im Unterschied zur typischen Wirkung geschieht hier alles in Zeitraffer. Na toll. Wenn wir ihm jetzt noch seine Lippen zunähen, war das der dritte, ne? Ach komm. Dein Gegner wollte gerade Widerworte gegen deine Vorgehensweise erheben, als deine bei Mutter erlernten Nähkünste jedes Veto verstummen lassen. Okay. Aber wenn ich den jetzt... Aber ich komme ja hier jetzt nicht mehr raus, oder? Aber ich komme nicht wieder raus. Da. Ich muss weitermachen. Wir kitzeln ihn mal kräftig durch. Genau. Genau, Manu. Zu Beginn betrachtest du diese Foltermethode als Scherz. Dann stellst du fest, dass dein Gegner enorm kitzelig ist, sodass du dir keine schlimmere Qual hättest ausdenken können. Chapeau. Tja. Eingeweide oder Rücken brechen. Die Brute Force Methode klappt immer wieder. Dein Gegner ist nun ein gebrochener Mann. Du hast es mit dem Foltern übertrieben. Der Polizist ist gestorben. Er steht für weitere Repressalien nicht mehr zur Verfügung. Enttäuscht suchst du dir den nächsten. Na hurra. Die sterben jetzt alle wie die Fliegen, weil ich nicht aus dem Stinks rauskomme oder was? Der hat auch 125. Da passieren wir jetzt gerade mal ein bisschen was, aber das ist nicht schlimm. Andrina war siegreich, 42 Erfahrung, 46 Gold. Mal sehen, was der für Folterkünste. Oh Gott, oh Gott. Oh. Zunge durchschneiden, AB in die Brust ritzen, Eingeweide rausreißen, Jesu Kreuzigung nachstellen. Die eiserne Jungfrau nachstellen, die Judas-Wiege nachstellen. Oh Gott, das erinnert mich so an Rising World, ne?
Du setzt deinen Gegner in einen Dornenkranz auf den Kopf und fährst mit einem spitzen Speer über sein Unterleib. Ein wahrhaft österliches Vergnügen. Ja, ich muss sie foltern tatsächlich. Du nimmst dir die Zeit und lauscht den tagelangen Schreien deines sich vor Schmerzen windenden Feindes. Medieval Rules. Auch in diesem Spiel gibt es Grenzen. Willst du mehr über die Judas Wiege erfahren? Bekannte Suchmaschine ist dein Freund. Man nennt ihn Gockel. Und auch den Polizisten haben wir getötet. Oh mein Gott. Das sollten wir gar... Also, ich kann nichts anderes machen. Wenn ich da einmal drinne bin, komme ich da nicht wieder raus. In Erfahrung 20 Gold. Den Bleisprinkler machen, Tinsu ausüben, Eingeweide rausreißen, du benutzt die Ketzergabel, Rattenkäfig aufsetzen, Würgschraube ansetzen. Du reißt die Eingeweide mit derselben Freude, Begeisterung und ja derselben Bewegung aus dem Körper deines Feindes. Wie eine hysterische Frau bei einem Schuhkarton am Black Friday. Okay. Ach, der ist gleich tot, gleich beim ersten Mal. Quest erfolgreich. Ihr habt es geschafft, alle Polizisten sind nun tot. Das Dorf ist wieder frei. Wir stehen auf ewig in eurer Schuld. Als Dank erhaltet ihr etwas Gold. Ich hab die nicht gegoogelt. Ich hab die nicht, ich bin unschuldig. Sprecht mich an, wenn ihr zurück wollt. So, können wir ja mal gucken, ob wir hier nochmal in die Schränke können. Unmöglich aufzubrechen. Kommen wir nicht ran. Nur ein Stuhl, keine Zeit zum Sitzen. Nur ein Stuhl. Ich kontrolliere lieber alle Schränke, bevor ich irgendwas vergesse. Ein leeres Flipchart. Es repräsentiert den Kenntnisstand der Polizei. Ja, nix. Eine Klimaanlage. Trotz hoher Leistung zu schwach, um den Gestank zu vertreiben. Ja, das stimmt. Möchtet ihr wieder raus? Ich will raus. Gerne doch, ich teleportiere euch zurück ins Dorf. So, das wäre mal eine Quest. Das Volk lässt sich eure Willkür nicht mehr gefallen. Eure Körper soll von nun als Mahnmal dienen. Kommt nun nach oben. Tretet an den Galgen. Möge Sur eure Asche gefällig sein. Was? Gnädig sein. Oha! Oje, oje, oje. Hallo Fremde, tretet näher. Bei mir gibt es allerlei Rüstungswaren. Oder wollt ihr euch etwas dazu verdienen? Ich hätte eine Aufgabe für euch. Zum Dank dürft ihr euch eine Belohnung aus meinem Warenkorb aussuchen. Warte mal, handeln. Wir gucken mal. Ja, kaufen ist hier nicht so wirklich und so, ne? Ausrüstung, ja, da kommen wir dann ja. War mir eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Ist sonst noch etwas? Gib mir Arbeit. Bringt mir etwas Nitro und etwas Glycerin. Und ganz wichtig, stellt keine Fragen. Nitroglycerin, natürlich. Da stellen wir doch Fragen, oder? Habt ihr, warum ich euch gebeten habe? Wo finde ich das Gesuchte? Im Osten befindet sich ein Geschäft. Dort solltet ihr alles ohne Probleme gegen Geld bekommen. Gegen Geld. Um Geld zu verdienen, könnt ihr die Arenen nördlich von hier besuchen.
Kämpfe bestreiten und die Beute verkaufen. In jeder Arena gibt es andere Gegner zu finden und jeder Gegner bringt euch andere wertvolle oder weniger wertvolle Gegenstände. In der letzten Arena gibt es sogar einen sehr wertvollen, einzigartigen Gegenstand. Allerdings muss man eine sehr gefährliche Kreatur besiegen, um an diesen zu kommen. Besiegt man sie, erhält man allerdings auch Zugriff auf die verbotenen Spiele im Casino. Aha. Nun denn, frisch ans Werk. Warte mal. Nein, och. Man drückt automatisch Escape. Wir wollen aber nicht... Warte mal. Wir wollen speichern. Wir nehmen mal Datei 2 und speichern hier. So. Spielzeit 50 Minuten. Zweimal gespeichert. $483. Gold. Was auch immer. So. Habt ihr, worum ich euch gebeten habe? Dann sucht weiter. Okay, wir sollen weiter nach Osten gehen. Aber ihr mittlerweile wisst ihr, worauf es hinausläuft. Wir quatschen erstmal die ganzen Leute hier an. Warte doch mal. Bitte helft mir, so helft mir doch. Was ist denn los? Ich bin süchtig nach Produkt. Bringt mir Produkt und ihr erhaltet, was immer ihr wollt. Nimm lieber nicht mehr Produkt. Aber wie soll ich das schaffen? Ich kann an nichts anderes mehr denken. Mach eine Kur. Das wäre ein Anfang, aber ich glaube nicht, dass das reicht. Such dir ein Hobby. Ich weiß nicht, ob das wirklich hilft. Schau dir Anti-Drogen-Dokus an. Wisst ihr was? Ihr habt recht, ich werde es probieren. Ich gehe jetzt auf Entzug.